Hey, yo, was geht ab, Leute? Hier ist wieder euer Outperformance mit einem neuen Video zu Destiny. In diesem Video zeige ich euch einen Glitch mit dem Nachtbirscher-Fokus. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Jäger mit dem Nachtbirscher-Fokus, den Schattenschritt und als Extra bei eurem Pfeil wählt ihr Köcher aus. Dazu benötigt ihr noch das Artefakt Fellwinters Andenken. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Ihr wechselt zu dem Artefakt Fellwinters Andenken, wartet circa eine halbe bis eine Sekunde, springt dann mit eurem Schattenschritt nach hinten und gleich danach setzt ihr eure Super ein. Wenn ihr es geschafft habt, solltet ihr euren Pfeil nicht sehen können. Habt ihr das Timing nicht ganz hinbekommen, seht ihr, dass ihr euren Pfeil weggeschossen habt. Jetzt habt ihr keine Super mehr, dafür aber zwei Granaten und zwei Rauch- bzw. Giftgranaten. Jetzt denkt ihr euch, was ist so besonders daran? Klar hat man mit dem Artefakt Fellwinters Andenken eine zusätzliche Granate sowie eine zusätzliche Nahkampfaufladung in Form einer Rauch- oder Giftgranate. Ihr habt euch bestimmt gefragt, wo eure Super eigentlich hin ist, denn ihr habt euren Pfeil nicht verschossen. Und hier kommen wir zum besonderen Teil von diesem Glitch. Ihr seht eure Super nicht, aber ihr habt sie noch. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass ihr eure Super in die Hosentasche gesteckt habt und wenn ihr sie braucht, müsst ihr sie nur rausholen. Das Ganze funktioniert ganz einfach und zwar wechselt ihr einfach wieder zu einem anderen Artefakt. So habt ihr eure Super einfach aus der Tasche rausgeholt und sie ist voll aufgeladen und bereit, Gegner zu töten. So könnt ihr immer mit zwei Granaten und Nahkampfaufladungen spielen und wenn ihr mal eure Super braucht, wechselt ihr einfach das Artefakt und ihr habt eine voll aufgeladene Super. Das war's von mir, wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video ein Like und wenn ihr mich unterstützen und kein Video mehr verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Danke fürs Zusehen, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Outperformance.